De eerste vraag is, wat is de architectuur? En dan moet ik zeggen, daar heb ik hier maar deze citaat van een Keuner galerist, vroeger Parlements, in gedanken. Also, der hat gesagt, art is to change what you expect from it. En zo moet ik ook zeggen, dat architecture is to change what you expect from it. Dat bedeutet, dat es gibt immer wieder Erwartungen, was Architektur ist in einer bestimmten Periode. Da meinen sich dann auch Gruppen, sich darauf zu einigen. Aber irgendwann wird das immer ein Korsett. Es sind auch dann zum Teil Strategien, die nicht mehr funktionieren. Und das bedeutet, diejenigen, die da immer rauskommen, das sind diejenigen, die ganz deutlich irgendetwas machen, was eine Qualität hat. Man kann diese Qualität nicht immer sofort deuten, manche können es dann schon wieder, aber gerade das ist es. Es geht darum, irgendwann in diese Diskurs was reinzubringen, was der Diskurs auch verändert. Ich denke, dass es aus unterschiedlichen Gründen wichtig ist, ob es nun ästhetisch ist oder gesellschaftlich. Ich glaube, dass es auch eine philosophische Auffassung ist. Also Wittgenstein, der hat mal gesagt, naja, Philosophie oder Philosophieren, das ist, als ob man ein abgeschlossenes Zimmer ist. Und ich stelle mir da immer so eine Art piranesischen Raum vor. Man sieht, dass irgendwo Licht herkommt, also da muss man rauskommen können. Dann geht man dorthin und dann letztendlich ist es dann doch zu oder ist ein Fenster drin, wo man nicht raus kann oder es ist zu klein, aber man probiert es immer wieder, um diese Auswege zu finden. Und das ist, glaube ich, das sind ästhetische Auswege, kulturelle Auswege, das sind auch gesellschaftliche Auswege, also Lösungen für neue gesellschaftliche Probleme. Also daher, Architecture is to change what you expect from it. Das ist auch eine sehr modernistische Auffassung. Heute sagt man auch manchmal, gut, es ist auch eine Art Strategie, womit man sich profilieren kann. So würde ich es nicht sehen. Ich glaube, dass ich irgendwie schon so altmodisch bin, dass ich auch immer noch gewisse modernistische Hoffnungen habe auch von einem Fortschritt und so weiter. Also, so. Nein, dann, was kann Architektur? Ich muss natürlich eigentlich in der Kamera schauen. Ich schaue die ganze Zeit auf mein Papier. Was kann Architektur? Ja, das ist diese Frage von Jeffrey Kipnis natürlich, wobei man, wenn man sagt, naja, was Architektur kann, das ermöglicht es uns ab und zu unseren Mantel auszuziehen, das ist dann die falsche Antwort. Aber ich glaube, dass das trotzdem noch irgendwie das Wichtigste ist. Was kann Architektur? Na, es ermöglicht uns, um ab und zu unseren Mantel auszuziehen. Und nicht nur unseren Mantel, sondern überhaupt uns auszuziehen. Also, und Architektur organisiert damit in erster Linie unsere Beziehungen zu anderen Menschen, zur Gesellschaft, zur Umgebung. Und das ist sowohl im Sinne von Klima, aber auch im Sinne von Privatheit und so weiter. Und ich glaube auch, dass das die wichtigsten Inhalte von Architektur sind, dass es das reguliert. Also Architektur hat in erster Instanz, und das ist vielleicht ziemlich banal, eher eine gesetzliche Bedeutung, eine regulierende Bedeutung als irgendwas anderes. Und dann kann Architektur natürlich sicher noch mehr, aber das bedeutet nicht, dass jedes Gebaute das kann und das bedeutet auch nicht, dass jedes Gebaute das soll. Aber es gibt eben einen Teil der Architektur, und das ist die Architektur, wo ich vorher darüber gesprochen habe. Das ist eine Architektur, die nicht nur dafür sorgt, dass wir dass unsere Position in der Welt geregelt ist und dass wir auch klimatisch irgendwie gut versorgt sind, sondern eine Architektur, die da auch noch darüber reflektiert in unterschiedlicher Art und Weise. Und damit sind wir eigentlich wieder bei der ersten Frage, dann ist es Architecture is to change what you expect from it. Also Architektur kann auch jedes Mal wieder und soll auch jedes Mal wieder verändern, was man davon erwartet. Und damit ist die Frage, und so, da bin ich dann doch beim Ergebnis, damit wird die Frage natürlich eine viel kompliziertere, künstlerische, kulturelle, philosophische als die erste. Aber die Basis ist immer noch, ob man seinen Mantel ausziehen kann. Wie positioniere ich mich im Diskurs der Architektur?
Ich bin da natürlich, ich bin da wahrscheinlich in diese Gruppe von Personen, nehme ich eine eigene Position an, weil ich Architekturtheoretiker bin, also das hört sich immer so an. Aber im Prinzip war ich immer vor allem Architekturkritiker, Redakteur von Zeitschriften, Büchern, habe Ausstellungen zusammengestellt. Und das bedeutet, dass jedes Mal das Positionieren von mir selbst und anderen im Diskurs, das ist eigentlich eine ständige Aufgabe, das ist, was ich ständig mache. Und das ist meine Antwort auf die vorigen Fragen, bedeutet das auch ständig, dass man sich ständig auch anders positioniert und versucht, diesen Diskurs zu verändern oder andere Schichten anzubohren. Wie macht man das? Das macht man, indem man zum Beispiel Architekten mit unterschiedlichen Positionen in einer Art und Weise zusammentut, in einer Zeitschrift oder in einer Ausstellung, dass die gemeinsam einen gewissen inhaltlichen Mehrwert haben. Also das ist wichtig. Aber gut, das ist andererseits noch ziemlich unbefriedigend, weil es ist natürlich nicht so, nur so, dass ich bestimmte Ingredienzien mische. Ich denke, dass ich immer noch sehr davon beeinflusst bin, dass ich Niederländer bin, und das bedeutet, dass für mich Städtebau und Landschaftsarchitektur zum Teil wichtiger sind als die Architektur, da vor der Architektur kommen. Wie gesagt, Architektur ist wichtig, damit man den Mantel ab und zu mal ausziehen kann. Aber ich glaube, dass Städtebau und Landschaftsarchitektur, das sind eigentlich die Disziplinen, die dafür sorgen, dass Architektur positioniert wird oder Architektur sich positionieren kann. Also auch in meinen Vorlesungen hier oder in die Texte, die ich geschrieben habe, da ist Städtebau nimmt darin eine sehr dominante Position. Ich bin gerade dabei, ein Buch fertigzustellen, Reality Bites, das sind versammelte Essays seit 1995. Da hat Rummer van Thoorn ein Vorwort geschrieben und er schreibt auch, dass, obwohl ich Architekturtheoretiker bin und das auch ein Buch ist, ein Beitrag zur Architekturtheorie ist, es gleichzeitig fast liest wie ein Lehrbuch für Städtebau. Also Städtebau, was auch steht für diese gesellschaftliche Einbettung in ein größeres Ganzen der Architektur, Landschaftsarchitektur für mich extrem wichtig. Auch da bin ich noch Holländer, weil da die Landschaft etwas ist, was gestaltet wird, es ist nicht etwas Gegebenes. So wie hier manchmal seltsamerweise gedacht wird, Landschaft ist Kultur, ist auch ein Produkt von Menschen, ist keine Natur. Also Landschaft und Städtebau, das sind die Disziplinen, die die Bedingungen stellen, für worin Architektur sich positionieren kann. Und das ist dann schon irgendwie in dieses Ganze wieder meine Position, würde ich sagen. Und dann geht es um meine Entwurfsmethode. Es ist natürlich klar, dass wenn ich Kritiker und Theoretiker und Redakteur und Kurator bin, dass es extrem gefährlich wäre, eine Entwurfsmethode anzuhängen. Einerseits bin ich immer auf der Suche nach Positionen, die sagen wir, verändern, was man von Architektur erwartet. Also das ist natürlich auch gewisserweise eine Methode, aber das ist natürlich nicht wirklich eine Methode. Aber es ist für mich unglaublich wichtig, eine gewisse Distanz zu unterschiedlichen Methoden zu haben. Es gibt in der Geschichte gibt es immer wieder Perioden, dass eine Art von Methode wichtig ist, die versucht, sich mit dem Leben und der Natur selbst zu beschäftigen, sagen wir mal. Auch so wie es im Funktionalismus oder die, sagen wir mal, die gesellschaftliche Bedeutung von Architektur zentral steht. Und dann gibt es immer wieder Perioden, worin eben die Autonomie der Architektur, also die inhärente Logik und Bedeutung der Disziplin selbst zentral gestellt wird. Die wechseln sich sowieso ab. Und ich kann natürlich nicht irgendwie Perioden, dass meine Auffassung nicht da ist, dann irgendwie warten 20 Jahre, bis die wieder kommt. Also eine Entwurfsmethode habe ich nicht. Ich bin eben ständig auf der Suche nach neuen Methoden. Methoden aber sind wichtig. Methoden sind auch wichtig, zum Beispiel in Architekturunterricht. Wir können nur Studenten Methoden lernen, wir können Studenten nicht lernen, brillante Architektur zu machen. Und da würde ich vielleicht erst zum Schluss. In dieses Ganze ist meine Auffassung über Architektur, das war eigentlich die erste Frage. Also
architectuur is wie alchemie. Alchemisten die versuchen irgendwie kort als scheiße te produceren, om het maar einfach te zeggen, of kort als dreck. Das gelingt nicht immer oder meistens sogar nicht, aber trotzdem hat die Alchemie im Laufe der Zeit nebenbei allerhand Erfindungen und wichtige Produkte fortgebracht. So ist es mit der Architektur auch. Und jeder Architekt muss mit denselben Programmen, denselben Bedingungen, denselben Budgets, dieselben Gesetze und so weiter arbeiten. Und trotzdem gibt es ab und zu irgendjemand, der schafft, daraus Gold zu machen. Es gibt sogar einige, die gelingt es mehrfach, daraus Gold zu machen. Das ist etwas Besonderes. Aber im Prinzip arbeiten alle mit das Gleiche. Ja, soweit zur Methode. Also eine Methode ist wichtig. Wie gesagt, das ist das Einzige, was man vermitteln kann. Vermitteln kann an Studenten, vermitteln an Politiker, an Auftraggeber und so weiter. Das ist das Einzige, was man, wenn man so will, auch verkaufen kann, verkaufen sowohl im Sinne von finanziell, aber verkaufen auch im Sinne von jemand inhaltlich überzeugen. Aber gleichzeitig ist eine Methode nicht alles und geht es immer wieder um neue, überraschende Methoden zu finden, die auf einmal dann doch in einer bestimmten Situation besser funktionieren.